Leute, willkommen zu einer Runde mit Frettchen und Marc. Hola. Und ich bin schon übelst am Verzweifeln, weil ich schon wieder seit Ewigkeiten versuche, eine Runde aufzunehmen. Jetzt sind wir mittlerweile bei SG angelangt und ich hoffe, es wird jetzt langsam besser. Ich habe extra SG 7 genommen für die alten Oldschool-Vibe. Keine Ahnung, irgendwie hatte ich halt mal wieder Bock, ein Minecraft-Video zu bringen, weil irgendwie ist das ja ein bisschen in den Hintergrund geraten bei mir. Und irgendwie kam wenn dann nur noch Real-Life-Videos mit Luca. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch mal wieder, dass jetzt so ein Oldschool-Minecraft-Video kommt. Könnt ja mal eure Kommentare schreiben, ob ihr mal wieder Bock habt auf mehr Minecraft-Videos, weil jetzt haben wir ja eh alle ziemlich viel frei. Eigentlich dachte ich so, ja, so Abi-Zeit, es kommt fast gar nichts. Aber irgendwie hat sich das dann ja doch alles komplett anders entwickelt. Seid ihr bei mir in der Nähe? Ja, ja. Okay, gut. Ich hatte schon Angst, dass es irgendwelche anderen Leute sind. Okay. Ich habe auch noch eine Eisenhose für irgendjemanden. Ich habe ja auch immer aktiv auf YouTube gestreamt. Das haben ja vielleicht auch die meisten von euch mitbekommen. Vielleicht fragen sich ja auch einige, warum ich nicht mehr auf YouTube streame und wo ich jetzt bin. Auf jeden Fall streame ich jetzt auf Twitch. Falls es einige von euch nicht mitbekommen haben, auch wenn es eigentlich so gut wie unmöglich ist. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt trotzdem irgendwelche Leute, an denen das vorbeiging. Ja, auf jeden Fall streame ich jetzt auf Twitch. Also, falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das gerne nachholen. Ist auch der erste Link in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich keine Ahnung, ich habe das Thema jetzt schon tausendmal angesprochen, weil ich schon tausend Runden hinter mir habe. Und ich bin schon so, ach, wo ist, habe ich gerade doof? Wo ist, wie komme ich nochmal hoch zum Riesenrad? Oh mein Gott, ich meine zu diesem Jump'n'Run Tower. Ups. Das. Ich habe den Eingang gerade nicht gefunden, obwohl ich diese Woche die Map schon mal gespielt habe und da hingegangen bin. Aber egal. Ja, auf jeden Fall. Falls sich jetzt die Leute fragen, warum ich jetzt zu Twitch gewechselt bin, das liegt ganz einfach daran, weil YouTube einfach am Aussterben ist, zumindest was das Thema Minecraft angeht. Ich finde, YouTube tut einem einfach keinen Gefallen mehr, sondern versucht eher, alle Kanäle ins Auszuschießen. Sondern man bringt gefühlt so jeden Tag ein Video und ach, weiß ich nicht, das ist irgendwie, finde ich sehr schwierig. Boah, erst recht, wenn man halt inaktiv war, um wieder reinzukommen, ist halt sehr belastend, meiner Meinung nach. Joa, irgendwie finde ich es halt schade, weil da sieht man halt nur noch, wie man immer weniger Klicks macht. Man macht nur noch D-Abos und eigentlich sind es halt auch nur Zahlen, aber irgendwie fuckt einen das dann doch ab. Und bei Twitch sieht man halt die ganze Zeit nur so, ja, dass der Twitch-Kanal, wie auch immer, Twitch-Account immer weiter steigt. Es sind im Endeffekt auch nur Zahlen. Aber es ist halt schön zu sehen, dass man noch irgendwo eine Plattform hat, die einen nicht in die Ruinen reißt, sondern einen noch so weiterhilft, sage ich mal. Und irgendwie finde ich halt irgendwie von der Community Twitch auch viel vertrauter, persönlicher. Keine Ahnung, ob ihr es nachvollziehen könnt. Wisst ihr, was ich meine? Dass man halt so eine engere Community bei Twitch hat. Angenehmer, es ist angenehmer auf Twitch. Das ja, kam die. Ja, der Chat ist halt viel entspannter halt und so. Viel besser als YouTube. Ich mag die YouTube-Leute auch, aber irgendwie, wenn ich so den Vergleich mit dem Chat habe, auf YouTube hatte ich immer so viel Stress, weil irgendwelche doofen Leute kamen. Kann auch sein, dass das bei Twitch auch immer der Fall sein wird. Weil momentan bin ich eher so der Meinung, dass das viel entspannter ist und es macht einfach viel mehr Spaß. So, was wolltest du haben, Marc? Ein Eisen oder ein Bier. Ja. Falls jemand hat. Da oben war übrigens eine. Wir kommen nicht hinterher. Oh mein Gott. Er kommt entgegen, ne? Ja, wo seid ihr? Ach, oh ihr seid Gott. Hinter mir. Moin. Oh, der Arm ist auch noch alleine. Wir haben irgendwie noch gar nichts gemacht in dieser Runde, egal. Und den Ausgang, ne? Ah, hier. Ich bin Kopfwärts versetzt. Oh mein Gott, bitte lass mich nicht verbrennen. Kann ich Eisenschuhe haben? Ja, klar. Ja. Danke. Hab ganz viele. Ist noch irgendwie was? Das hier. Hat jemand ein Steinschwert oder sowas? Ich hab zwei Eisen. Oh. Okay. Hier ein Gap. Danke. Ich gehe kurz einen Links craften. Was machst du dir? Ein Eisen? Eisenschwert. Achso. Und nur noch ein Team. Stimmt. Oh mein Gott. Okay, SG ist echt viel leichter aufzunehmen. Aber ich finde dieses Teamsystem, ich weiß nicht, was Gomme sich dabei gedacht hat. Okay, vielleicht um große Teams zu vermeiden. Mhm. Aber ich finde, wenn man nur so ein Zweier-Team ist oder so, finde ich das einfach absolut nervig. Und, ach, weiß ich nicht. Ich mag dieses Teamsystem nicht. Zumal ja auch die Teams dürfen untereinander. Echt? Wirklich? Ja, dürfen. Okay, dann ist es nochmal umso dümmer. Dann hätte man sich das auch sparen können. Also, I don't know, was das dann bringen soll. Richtig dulli. Leute, habt ihr vielleicht mal Bock, dass ich so einen Stream mache, wo ich auf viele alte Videos reagiere? Weil da, oh, die sind bei mir. Hatte ich halt auch mal wieder Bock drauf, weil ich habe letztens mit Luca und so auch schon ein paar alte Videos angeguckt. Irgendwie hat man da so. Leute, kommt doch zu mir. Ich finde dich nicht. Wo seid ihr denn? Kompass, wahrscheinlich heilig. Ah, da. Sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr die ganzen Begriffe, wie das auch noch alles heißt hier.
jeden Fall hatte Bock, Leute, dass ich mal wieder einen Stream mache, wo ich so auf meine alten Best-ofs und generell meine ganzen Special-Videos reagiere. Irgendwie hatte ich da persönlich schon mal ziemlich Bock drauf, weil irgendwie weckt das so alte Erinnerungen, sag ich mal, wenn es dumm klingt, aber irgendwie holt das dann doch nochmal so die alten SG-Zeiten hoch, so auf Hive und was weiß ich was. Ich weiß gar nicht, ob das viele von euch wissen, aber ich habe ja damals mit Hive angefangen. War ja eine Hive-Spielerin. Junge. Ah, einfach echt so einen krassen Unterschied immer gemerkt zwischen Gomme und Hive. Also, weiß ich nicht, auch die ganzen Leute. Man kannte auch alle Leute auf Hive so, wenn man immer in den ersten Runden gespielt hat. Weil in den ersten Runden waren ja immer die ganzen Premium-Spieler und die ganzen krassen Leute, sag ich mal. Aber ich war ja auch nicht die Beste oder so, aber keine Ahnung, ich habe halt immer Hive gespielt. Und man kannte einfach jeden Gefühl in der Runde. Und die sind alle nicht mehr da, die Leute, was ein bisschen schade ist, aber... Ja, keine Ahnung, das Thema hatte ich ja schon ziemlich oft aufgegriffen. Aber zum Beispiel Pete hat ja gestern auch wieder gestreamt, also Killer PvP. Das hat mich auch mega gefreut. Es wäre cool, so, wenn die Leute mal wiederkommen würden. Das wäre echt mal so ein cooles Comeback. Oder dass man mal wieder so SG-Events macht und nicht nur UHC-Events. Das nervt mich so. Ich werde so oft auf irgendwelchen Events eingeladen, aber es ist immer nur UHC. Okay, darf ich gegen den kämpfen? Ja. Wo ist der überhaupt? Da ist er, oder? Ich schnapp ihn mir. Er hat auf jeden Fall Bock zu kämpfen. Ja, Mann. Das Ding ist, die Runde ist dann direkt vorbei. Ja. Ja, Mann. Tschüssi. Stimmt, stell dich auch mal so nach hinten auf diesen. Stell ich mal beide dahinter so. Das hat Style. Ich glaube, mein Paket ist angekommen. Ich habe mir was bei Bershka bestellt. Ja. Okay, egal. Alles klar. Auf jeden Fall, Leute, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es irgendwie ein bisschen chaotisch und undurchdacht war. Aber irgendwie hatte ich mal Bock wie auf ein Oldschool-SG-Video. Also, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Bis nächstes Mal, haut rein und ciao. Oh. Ciao. Au revoir. Au revoir. I don't like to fake it.